Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr die Philips Hue Filamentlampen über die Hue Bluetooth App steuert. Von den Lampen gibt es verschiedene Modelle, hier im Video verwenden wir das Standardmodell. Die Steuerung ist aber bei allen identisch. Bedenkt bei der Bluetooth-Steuerung, dass ihr euch nicht zu weit von der zusteuernden Lampe entfernt. Bluetooth funktioniert nur auf kurzer Distanz. Philips gibt als Reichweite ein Zimmer an, geht mal von maximal 10 Metern aus. Kommt aber auch immer auf die Aufteilung des Wohnraums an. Falls ihr die Lampen also im ganzen Haus oder auch eventuell von unterwegs aus steuern wollt, braucht ihr die Hue Bridge. Ladet euch also die Philips Hue Bluetooth App aus dem App Store auf euer Smartphone oder Tablet. Willkommen zu Philips Hue Bluetooth. Los geht's! Beim ersten Start werdet ihr gefragt, ob alle eure Lampen Bluetooth-fähig sind. In diesem Fall haben wir natürlich eine Bluetooth-fähige Lampe, also ja. Leider kann ich hier ohne Angabe des Namens und einer Mailadresse nicht weitermachen. Keine Variante funktioniert. Naja. Dann geben wir eben die Daten ein, ich will ja was zeigen. Wählen wir brav alles aus und tippen auf Weiter. Verwendest du einen Sprachassistenten? Alexa und Google Assistant funktionieren auch über Bluetooth. Aber wir wollen ja die Steuerung über die App, also nicht jetzt. Bevor die Lampen hinzugefügt werden können, müssen sie eingeschaltet sein. Wenn ihr es also noch nicht getan habt, schraubt die Lampe rein. Tippt dann auf den Button Lampe hinzufügen. Lampen werden gesucht. Hue-Lamp möchte sich koppeln, na dann los. Vergebt dann einen Namen für die Lampe, ich lasse es bei der Vorgabe und tippe auf Weiter. Wir sind dann direkt im Menüpunkt Lampen, kommen wir aber gleich noch zu. Unter Routinen lassen sich die Schaltpläne erstellen. Zunächst will die Lampe aber ein Update haben, dann soll sie es auch bekommen. Das dauert einen kleinen Moment, ich spule mal vor. Software auf dem neuesten Stand? Hervorragend. Die Routine natürliches Aufwachen lässt die Lampe zu einer bestimmten Zeit langsam heller werden. Diese Zeit dafür lässt sich in 10, 20 oder 30 Minuten einstellen. Quasi wie ein Sonnenaufgang. Umbenennen lässt sich das Ganze auch. Schlafen gehen ist dann genau andersrum. Außerdem lässt sich ein Timer einstellen. Wenn der dann abläuft, schaltet sich die Lampe an oder aus. Oder fängt an zu blinken. Unter dem Punkt nach Maß stellt sich die Helligkeit nach Ablauf des Timers ein. Unter dem Punkt Entdecken erfahrt ihr, was die Hue-Familie noch so alles kann. Einstellungen gehen wir noch kurz durch. Hier könnt ihr eine Hue-Bridge hinzufügen. Das Einschaltverhalten der Lampen verwalten, Aktualisierung durchführen bzw. Lampen löschen. Sprachassistenten verbinden und die Benachrichtigungseinstellung sowie die Optik der App ändern. In der Praxis sieht das dann so aus. Lampe aus.
dann die verschiedenen Standardeinstellungen, Hell, Nachtlicht, gedimmt. Und die manuelle Regelung von 1 bis 100%. Im unteren Bereich seht ihr die verbundenen Lampen. Wenn ihr mehrere habt, würden sie natürlich hier auch auftauchen. Und das war's schon mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.